Ende. Okay, weiter geht's. Na, so eine nette Begrüßung. Eine Fremde und ein verstümmelter Marschall. Ein Spektakel. Erinnert mich an meine Heimat. Groda besiegt hat. Ich weiß nicht, was schlimmer war. Wenn sie mich mieden oder wenn sie mich anstarrten. Ich würde Ersteres vorziehen. Wir sind da. Bereit? Dafür kann auch nicht bereit sein. Los geht's. Wir wollen zu Tecote. Lasst uns rein. Der Sohn des Himmelsklans kehrt zurück. Preiset die Zehn. Dein Häuptling befahl die sofortige Entsendung von Kämpfern für die Kulrut. Wir wollen sicherstellen, dass deine nicht unterwegs verloren gingen. Verstehe. Regala hat dem Häuptling schwer zugesetzt, wenn er euch beide als Boten schickt. Sie besiegte Regalas Champion Grodda bei der Gesandtschaft. Sie kämpfte ehrenvoll. Ich war so klug, meine Soldaten von dort fernzuhalten. Und auch jetzt bin ich so klug, meine Kämpfer hier zu behalten. Wenn sie kämpfen, dann hier. Zum Schutz der Mauer und des Clans. Diese Mauer wird dich nicht schützen. Nicht vor den Maschinen, die Regala kontrolliert. Sie stehen schon vor deinen Toren. Was weißt du denn von den Schlachten, denen das Bollwerk getrotzt hat? Dem vergossenen Blut. Ich weiß, dass es kein Schild für einen Feigling sein sollte. Du warst einst ein großer Krieger. Doch das ist vorbei. Richte Hekaro aus. Mit allem Respekt. Wir behalten unsere Kämpfer hier, solange wir hinter dem Bollwerk sicher sind. Ich hab's gesagt. Worte sind bei ihm nutzlos. Wir müssen ihn wohl töten. Nicht einfach bei den ganzen Männern. Hörst du überhaupt zu? Solange wir hinter dem Bollwerk sicher sind, meinte er. Warte hier. Ich muss mir diese Mauer näher ansehen. Was? Warum? Das wirst du sehen. Ich glaube, ich weiß schon, was sie vorhat. Oh, Aloy, du böses, böses Mädchen. Du böses, böses Mädchen. Du sollst eine neue Tätowierung haben. Was hast du getan? Sie ist vielleicht nicht so stark, wie Tecote glauben mag. Ich muss runter zum Fuß der Mauer und sie mir ansehen. Der Schnee bedeckt das Land. So, wo sollen wir jetzt genau hin? Aber ich werde dich nicht schon. Gut. Was ist hier oben eigentlich? Ich will mal die ganzen Fragezeichen hier loswerden. Ich will wissen, was Ehre hier ist. Und Kraft. Ach, ein Koch, alles klar. Aha. Kann ich mit ihm reden? Rede mit Verak. Wenn du trainieren willst, sprich mit meinem Bruder. Was ist denn hier los? Nahkampftraining. Fernkampf ist eine gute Strategie für Maschinen. Aber bei einem gegnerischen Soldaten muss man nah heran. Ich bin der Rayo.
Mein Bruder Virak und ich leiten diesen Trainingsplatz. Du kamst bestimmt wegen der Kulrut-Kämpfer zum Bollwerk. Aber es braucht mehr als Worte, damit Tekote nachgibt. Du kannst dir gern trainieren, aber auf dem Platz sind nur dein Speer und dein Übungsbogen erlaubt. Mhm. Alles andere bleibt bei mir. Wir haben auch Prüfungen, wenn du dein Kampfgeschick testen willst. Absolvier sie alle und du darfst gegen mich und Virak antreten. Und was ist, wenn ich gewinne? Dann bekommst du ein Zeichen zum Beweis, dass du es geschafft hast. Erlange die Zeichen von uns und den Lehrmeistern in Brennspeer und Dornmarsch. Dann darfst du das Fortdauern herausfordern. Vom Fortdauern habe ich schon gehört. Es ist doch ein Tenakt-Lehrer. Viel mehr als nur das. Das Fortdauern ist ein legendärer Kämpfer unter den Clans. Der Meister der Meister. Nur jene, die sich auf den Plätzen bewähren, dürfen beim Fortdauern lernen. Fremde denn auch? Ja, sofern du alle Lehrmeister besiegst. Also, was sagst du? Sag Bescheid, wenn du trainieren oder eine Prüfung absolvieren willst. Mein Ehrgeiz ist geweckt. Mein Ehrgeiz ist sowas von geweckt. Ach, guck mal hier. Luftschletzer und Luftschlag. Füge einem Gegner schnell Schaden zu und springe in die Luft. Kombiniere dies mit einem schweren Angriff, um deinen Speer auf dein Ziel zu rammen. Luftschlitzer R1, R2. R1, R2, R2. Alles klar. Ach so, sollte ich erst das machen? Ein Luftschlitzer. Schwing dich hoch und triff den Gegner von oben. Du wirst merken, dieses Manöver ebnet dir den Weg für Folgeangriffe. Mhm. Absprung. Springe von einem Feind weg, um dich schnell neu zu positionieren und Distanz zu schaffen. Wenn du einen Absprung während eines Vorwärtsbewegung in Richtung deines Feinds durchführst, dann springst du stattdessen über ihn. Krass. Absprünge. Ja. So erhältst du Distanz zum Gegner und kannst Luftschüsse folgen lassen. Okay. Dann habe ich das noch ganz kurz falsch gemacht, aber okay. Luftschüsse. Schieße einen Pfeil auf dein Ziel direkt nach einem Luftschlitzer oder Absprung, um zusätzlichen Schaden zuzufügen. Oh Mann. Das war krass. Ich denke, Absprung. Ach so. Dein Feind ist mein Feind. Das Training hat dir viel gebracht. Halbmondhieb. Nähere dich rasch einem Gegner mit einem schnellen Anschlag. Dieser Angriff kann auch benutzt werden, um Kombos zu verbinden oder zu unterbrechen und ist ideal für Meisterkämpfer, die versuchen möchten, mehrere Kombos miteinander zu verbinden. Jetzt zum Halbmondhieb. Damit kommst du näher an den Gegner heran. Mhm. Ein sehr nützlicher Angriff, aber noch besser als Kette oder um Kombinationen zu beenden. Okay, bloß noch die. Der Zerstörer, eine riskante Folge von Nahkampfangriffen, die gewaltigen Schaden verursachen. Ideal, wenn man gegen ein einzelnes Ziel kämpft, da die Reichweite fehlt, um mit mehreren Feinden auszukommen. R1, Pause. Und viermal R1, alles klar. Wow. Diese Angriffskombination nennt sich der Zerstörer. Sie ist ideal, um viel Schaden bei Einzelzielen anzurichten. Wirbelsense. Lade eine starke Drehung, auf die alle umstehenden Gegner trifft im Bereich um dich. Wirbelsense. Ein Drehangriff, mit dem du mehrere Ziele triffst und dir Raum verschaffst. Ich geh dann mal. Komm wieder, wenn du mit uns kämpfen willst. Vielleicht hat Virak dann bessere Laune. Oh Mann. So, wir gucken uns jetzt das Bollwerk an.
War's das schon, Fremde? Oh, wart's nur ab. Wart's nur ab, genau. Ich muss etwas weiter von der Mauer weg, damit ich sie richtig scannen kann. Das wird lustig. Oder auch vielleicht nicht, ich weiß es noch nicht. Okay, scannen wir die Mauer. Der Schnee schmilzt auf meiner Kleidung. Toll. Mhm. Dachte ich's mir doch. Etwas aus Metall steckt darin. Die Felsen stören meinen Scan. Ich muss näher ran. Aber wie? Ich könnte vielleicht da links die Mauer hinaufklettern. Bei dem Wasserfall. Aha. Aha, guck's dir an einfach. Was ist denn hier? Wasser in die Mauer. Vielleicht in einen Hohlraum. Ich müsste die Steine rausstellen können. Oh weh. So, ich scanne den Panzer nochmal. Ein Energiekern. Wenn ich den hochjage, bloß weh. Tja, hier gibt's nichts mehr zu tun. Ich sollte zu Kutalo. Oh Gott. Kutalo, nimm deine zwei Beine in die Hand und lauf, bevor wir das hier machen. Das ist ein tolles Ding. Aber echt. Oh Gott. Ach, da ist er ja schon. Sagen, du fliegst an der Mauer rum wie eine Ratte. Was im Namen der Zehn hast du vor? Tecote sagte, er entsendet keine Kämpfer, solange sie hinter dem Bollwerk sicher sind. Richtig? Hab's nicht vergessen. Also, reißen wir es ein. Hast du dir den Kopf angeschlagen? Ich mein's ernst. Etwas aus der alten Welt steckt da drin fest und es hat eine Energiezelle. Wenn ich die sprenge, könnte ich die erste Schicht Fels und Metall durchdringen. Selbst wenn es stimmt, was du sagst, wäre dazu eine Kanone nötig. Du hast recht. Und du sagtest, die Rebellen holen sie sich von den Maschinen im Tal. Komm mit. Nein. Ich mache nicht mehr mit bei diesem Irrsinn. Hikaru hat dir befohlen, mir zu helfen. Willst du ihm trotzen wie dieser arrogante Dreckskerl? Touché. Komm schon, Kutalo. Schaff das. Das war ein gemeiner Vergleich. Die Rebellen lagern vielleicht nordöstlich von hier. Und was dann? Wir beide gegen alle von denen? So ungefähr, ja. Tja, dir fehlt es an Vernunft. Aber Mut fehlt dir nicht. Also, vorhin mit Tecote. Zwischen euch scheint es ja böses Blut zu geben. Das stimmt. Wenn wir deinen Plan überleben, erzähle ich es dir vielleicht. Ja, bitte, ich bin neugierig. Ich nehme dich beim Wort. Okay. Tja, jetzt haben die Rebellen wohl jede Menge Feuerkraft. Fertig! Was? Du wolltest eine Kanone. Das Ding hat welche. Aber es wird nicht leicht zu erlegen sein. Vor allem nicht so. Ich erledige den Großen. Übernimm du die anderen. Ich folge dir. Bitte? Alter, Schlacht um Mittelerde lässt grüßen, oder was? Ich das Ding erledigen kann. Mein Fokus kann helfen. Bereit machen, Leute! Alter, ich hätte nicht gedacht, dass die jetzt schon kommen. Ich bin noch nicht bereit für diese Riesenmaschine. Rebellenbebenzahn. Feuer ist bei dieser Maschine verschwendet.
Aber wir können sie einfrieren anscheinend. Alter. Ein Riesenmammut. Eine riesige Kampfmaschine, die zwar langsam ist, aber dafür starke Panzerung und mehrere Fernwaffensysteme besitzt. Die Musik. Oh Gott, das wird furchtbar. Okay, mein Freund, komm mal her. Das habe ich gehört. Das solltest du auch hören. Hat noch jemand irgendetwas Ungewöhnliches bemerkt? Feind ausgeschaltet. Schön leise jetzt. Da ist er. Will sie hierher locken. Hier noch irgendeiner. Kacke. Was ist das? Fässer voll Loh oder was? Kontakt mit Frostmunition löscht. Löst eine Explosion aus, dann werden wir den süßen Kleinen da mal hinlocken gleich. Das lief nicht nach Plan. Ihr wisst, dass ich das anders geplant hatte. Obwohl ich die sehr beeindruckend finde, die Viecher. Wahnsinn. Boom, Baby. Aua. Ja, pass mal auf. Vernichte sie! Oh. Auf die Schwachstelle! Ich muss sie auf! Bist du des Wahnsinns? Oh ja, die kommt mir sehr gelegen. Ein taktischer Vorteil. Ich bin ein Marschall. What the fork? Der Gigant fällt.
Los geht's. Wird kein Spaß, das Ding bis zum Bollwerk zurückzuschleppen. Hier. Mein Arm ist zwar weg, aber mein Rücken ist noch da. Wow, du bist klasse. Hut ab, Brutalo, echt. Nach dir. Hey! Hab Respekt vor diesem Mann. Du hast gut gekämpft. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen. Die Rebellen und ihre Maschine zu töten. Es war tatsächlich gut, sie anzugreifen. Glaubst du wirklich, dieses Ding kann uns helfen? Wir werden es sehen. Das wird interessant. Auf jeden Fall. Lass uns diese Mauer niederreißen. Ach, das ist ein alter Panzer, wa? Bitte sehr. Mit der Maschinenvorrichtung. Aber du brauchst nicht nur eine Kanone. Du brauchst ein Wunder. Kommt sofort. Und? Na los. Okay. Ich muss ein paar der Steine wegsprengen, um die Energiequelle freizulegen. Es klappt! Explodiert. Das wird nicht funktionieren. Na, was für ein Anblick. Zwei Kinder spielen Belager. Du wirst sie nur umgucken. Hoffentlich tun sie dem Bollwerk nicht weh. Kommt schon, macht euch nicht noch mehr zum Narren. Und lass den armen Berg in Ruhe. Das ist deine letzte Chance, Tecote. Noch kannst du Hikaru Folge leisten. Das ist deine letzte Chance. Du verwechselst das. Verschwinde von hier, Wilde, sofort. Und nimm diesen Krüppel mit. Das kriegst du jetzt eiskalt wieder. Getan! Keine Mauer zum Verstecken mehr da, Tecote! Jetzt musst du zu Hikaru! Niemals! Niemals! Wir bauen sie wieder auf! Und zwar sofort! Ihr seid nicht sicher! Das Bollwerk hielt nicht mal gegen eine einzelne Kanone! Geschweige denn gegen eine Armee aus Maschinen! Nur gemeinsam mit eurem Häuptling werdet ihr vor Regala in Sicherheit sein! Du sagtest, keine Kämpfer würden geschickt, solange der Clan sicher sei, hinter dem Bollwerk. Also entsende sie jetzt. Oder ist dein Wort gar nichts wert? Schickt sie. Ich kann dich nicht hören. Schickt die Kämpfer! Ich freue mich auf die Farben des Himmelsklans in der Arena. Gut gemacht, Marschall. Was wird jetzt aus diesem Ort? Sie werden ohne Mauer leben müssen. Doch das ist besser, als fern vom Stamm zu leben, als Schachfiguren für Tecotes Pläne. Aber wenn du nach ihnen sehen willst, sprich mit Gera, der Kaplanin des Clans. Falls dort jemand Hilfe braucht, weiß sie es. Ja, das mache ich vielleicht. Dann gehe ich jetzt. Erstatte Bericht bei Hikaru. Wir sehen uns zu Kulrut. Gut. Dort brauchen wir vielleicht auch ein Wunder. Ich weiß nicht, wo ich die fehlenden Teile finden kann. Vielleicht sollte ich dort oben nachsehen, ob es allen gut geht.
diese Kaplanen suchen, Gera. Am besten hole ich mir neue Vorräte, bevor ich aufbreche. Das machen wir auf jeden Fall. Stufe 27 erreicht. Jawoll. Läuft doch. Läuft doch hervorragend. Oh. 3 Aufträge wieder, 3 Nebenquests. Ich freue mich. Der hat es uns gezeigt. Wenn wir unsere Ehre wiederherstellen wollen, müssen wir das im Kampf gegen Regala tun. Fremde, komm, wir handeln. Ja, du hast noch nicht so gute Waffen, weil ich stehe. Vielleicht mache ich offscreen einmal, dass ich Aufgaben erstelle und Quests, Mini-Quests erstelle, damit ich die einzelnen Komponenten dazu finde. Aber das Problem ist, Panzerwanderer sind wir noch nicht groß über den Weg gelaufen, außer dieser einen kleinen Quest in Folge 14, wo wir da diesem Jungspund da von den Osseram geholfen haben. Wir lassen das, glaube ich, erstmal. Wir gucken uns jetzt erstmal hier die Sorgen wieder an von Himmelsklan. Da oben. Komm, Jäger. Die Kote sollte wohl besser aufpassen, was er sagt. Wir sollten sprechen. Bist du Kaplanin Gera? Cortalo sagte, ich sollte dich fragen, ob du Hilfe brauchst. Dreist, Mauerbrecherin. Tekote ist stolz, unter dem Staub des Bollwerks zu begraben. Ich hab nur... Ganz ruhig. Viele im Clan stimmen dir zu. Und Marschall Cortalo hat dich zu Recht zu mir geschickt. Da ist etwas, bei dem du helfen kannst. Ein paar Soldaten sind ihm zur Gesandtschaft in Fahrlicht gefolgt. Entgegen Tekotes Befehlen. Ja. Ich weiß, dass Cortalo zuletzt ankam. Mit nur wenigen Vertretern des Himmelsklans. Als die Soldaten zurückkehrten, stellte Tekote sie zu einem alten Wachturm ab. Einen, den wir den Maschinen überlassen hatten. Er bestand aus Kriegsgründen darauf, ihn wieder einzunehmen. Doch diese Soldaten dienen da draußen niemandem. Wenn sie jedoch auf Anfrage von Hekaros Streiterin zurückkehrten, Tekote hätte dann keinen Rückhalt, das zu verweigern. Vor allem, wenn ihre Kaplanin ihre Rückkehr unterstützt. Ein paar Soldaten zurückzurufen, um Tekote eine zu verpassen? Klingt doch ganz leicht. Geh zu den Kalten Kaupen, einem Flussgebiet im Westen. Der Wachturm steht bei den Wasserfällen. Sprich dort mit Kiva, der Truppführerin. Viel Glück. Alles klar. Eine Tenak-Trupp wurde von Tekote als Strafe für ihren Ungehorsam bei einem gefährlichen alten Wachturm postiert. Es ist an der Zeit, sie nach Hause zu holen. Was ist das denn hier? Das ist ein Flugzeugwrack? Na, guck mal, ja, da oben. Das ist ein Schiffswrack. Kutterwrack, keiner. Kutterwrack, ja. Kutterwrack. Für den nächsten Kampf. Hallo? Was bist du? Lachs. Ach, Lachs bist du. Eisfluss Farnwedel. Das ist so cool einfach hier mit den ganzen neuen Tieren und Pflanzen. Gera sagte, der alte Wachturm sei bei den Wasserfällen. Zeit, die Soldaten nach Hause zu schicken. Ja. Fallen mit Spiel. Da ist er. Da ist er. Da ist der Wachturm. Ich muss mit Kiva, ihrer Anführerin, sprechen. Ist sie das? Du bist jetzt dran mit der Bergspitze. Ich war erst vor 2 Tagen oben. Ja, und ich war gestern da oben. Deshalb bist du dran. Bist du Kiva? Bin ich. Und du... bis die Fremde, die Regala Streiter bei der Gesandtschaft getötet hat. Der Sturmtrupp war da. Wir sahen das Duell. Pivallo schuldet mir immer noch Scherben.
Oh, dann bedanke ich mich für dein Vertrauen. Kaplanin Gera schickt mich. Zeit, nach Hause zu kommen. Dann ist Gera verrückt. Der Kommandant wird uns nicht erlauben, unsere Posten zu verlassen. Nicht nach unserer Insubordination. Dinge am Bollwerk haben sich geändert. Tecote kann euch nicht mehr aufhalten. Wirklich? Er wurde endlich ein wenig gestutzt? Also gut. Das letzte Mitglied des Sturmtrupps ist am Turm auf dem Berg im Dienst. Ich rufe ihn zurück. Merkwürdig. Itseko antwortet immer. Jemand von uns muss hochgehen. Ich komme da leicht hoch. Ich guck nach ihm. Das weiß ich zu schätzen. Der Aufstieg ist auf der anderen Seite der Wasserfälle. Bricht dir nicht das Genick, ja? Was ist hier los? Wir ziehen los. Zurück zum Bollwerk. Was du nicht sagst. Was ist mit Itseko? Die Fremde wird nach ihm sehen. Das kriegen wir doch hin. Das ist doch unsere leichteste Übung. Oh, guck mal, hier, mein altes Auto. Ich hab da unerlaubt geparkt. Parkgebühr. Strafzettel ist wahrscheinlich sehr hoch. Das muss der Beginn des Aufstiegs sein. Der Wachturm sollte ganz oben sein. Wow, jetzt heißt es klettern, wa? Oh Mann. Ich komme dem Wachturm näher. Ich muss wohl höher klettern. Wie hoch ist denn dieser Turm? Okay, ich muss die Maschine erledigen, bevor ich mich umsehen kann. Na toll. Diese Maschine soll Jäger töten. Spitzenhimmelsgleiter. Schwäche Frost. Oh, wollen die mal einfrieren, wa? Ja, der hat gesessen. Au. Lass mich doch. Ah, lass mich doch erstmal dich hier. Wow. Mann, versau mir doch nicht die Tour. So, nochmal eins. Wo bist du? Na siehste. Okay, wo ist der Soldat, der für den Wachturm eingeteilt ist? Den Wunden nach haben die Himmelsgleiter ihn überrascht. Wenigstens ging es schnell. Es war Kivas Horn. Ein anderes Signal. Ich sollte hinunter zum Wachturm gehen und nach ihnen sehen. Der Wachturm wird angegriffen. Ich muss schnell da runter. Oh Gott, ja, Moment, halt, stopp. Wir gleiten da sofort runter. Hier ist nichts weiter, oder?
Ach Gott, ach du Scheiße. Der Tod kommt von oben. Die Maschinen werden überrascht sein. Wenigstens der Rückweg geht schnell. Ich kann das noch drehen. Blut der Zehen. Die Fremde gleitet. Moin. Diese verdammten Grauer habe ich da. Hasse euch, ihr Viecher. Halt. Kugel dich an, Vögelchen. Oh, keine Munition. Danke für die Hilfe. Ist Itseko auf dem Weg runter? Naja, die Maschinen haben ihn überrascht. Tut mir leid. Was? Er war der Erste in unserem Trupp. Der beste Kämpfer. Er ist tot, Kiva. Es hat jetzt nur noch ihr beiden. Verdammter Tecote! Er musste nur zur Gesandtschaft gehen. Häuptling Hikarus Befehl folgen. Und was haben wir bekommen? Ein Todesurteil verkleidet als Wachdienst. Nur weil Tecote in Fehde mit dem Häuptling liegt. Und das hört jetzt auf. Ja. Danke, Fremde. Hier. Das ist für dich. Hm. Pivalo! Wir ziehen los! Tecotis Politik hat einen Soldaten auf dem Gewissen. Ja. Jetzt kommen die anderen beiden nach Hause.